Hi, hier ist wieder der Norbert. Heute sprechen wir über ambitionierte Projekte, Budget, Zeitaufwand und Quick Wins, wie ich es schaffen kann, Risiken im Vorfeld ein bisschen einzudämmen. Projekte waren schon immer, wie man auch hier hinten im Château de Chambord sieht, schon immer sehr ambitioniert. Wir hatten schon immer sehr große Pläne. Wir dachten schon immer, wir können irgendwas schaffen. Und plötzlich war das im kleinen geplanten Jagdschloss ein riesen 14 Jahre andauerndes, finanziell vollkommen aus dem Ruder laufendes Projekt. Und ähnliche Sachen erleben wir heute in der Digitalisierung auch immer wieder. Deswegen, klare Quick Wins sind, wenn du im Vorfeld dein Projekt planst, sowohl Zeit als auch Budget, verdopple das. Je ambitionierter ein Projekt ist, kann das auch mal mehr werden, aber in aller Regel plant euer Budget verdoppelt ein. Klingt jetzt für euch ein bisschen gestresst, vielleicht ein bisschen, oh mein Gott, wie soll man denn das schaffen? Einfach. Ihr überlegt, wo wollen wir hin? Ihr entwickelt ein Minimum Viable Product, also die kleinstmögliche funktionierende Variante eures Projekts, eurer Idee, eurer Dienstleistung und wisst dann eigentlich schon, wo kann man da von der Kalkulation hinkommen und dann nehmt einfach mehr Budget in die Hand. Wie gesagt, Verdoppelung ist eine gute Idee, wenn ein Projekt sehr ambitioniert ist. Bei Zeit ist es genau dasselbe. Wenn ihr Projekte macht, die noch vorher keiner getan hat oder in eurer Branche vielleicht noch keiner getan hat oder ihr noch nicht selber getan habt, was sehr oft natürlich der Fall ist, ist auch Zeit was, wo vollkommen aus dem Ruder laufen kann, nicht nur Geld. Mitarbeiter haben Sachen nicht bedacht, Mitarbeiter haben Sachen im Vorfeld geplant, haben die vollkommen unterschätzt und dann kommen solche Projekte raus. Und jetzt münzt man auf eine Digitalisierung um, damit wisst ihr, wo es hingeht. So, also Zeit, Budget verdoppeln, Minimum Viable Product, kleinstmögliche Variante und dann anstocken, einfach andocken. Das sind die wesentlichen Quick Wins des heutigen Kurzvideos und wir reden dann beim nächsten Mal über, wie setze ich sowas dann im Projektmanagement um, wie können Lean Project Management Werkzeuge funktionieren, welche Tools gibt es da und so weiter. Also beim nächsten Mal Project Management, Lean Project Management und ich hoffe, der erste Quick Win hat euch schon mal ein bisschen was gebracht. Servus! Yeah.